gehört, den Menschen zu widersprechen. Hier hört mir ja doch niemand zu. Zum Glück. Ich denke, ich habe genug davon gehört. Wechseln wir das Thema. Sie wissen nicht mehr, was Sie sagen sollen. Richtig, George? Nun, es gibt Menschen, mit denen man hervorragend diskutieren kann. Und solche, die nur Smalltalk führen wollen. Auf diese primitive Art des Dialogs lasse ich mich nicht herab. Zu welcher Sorte Mensch gehöre ich Ihrer Meinung nach? Meine Menschenkenntnis ist sehr gut. Und ich bin mir sicher, dass Sie beleidigt wären, wenn ich Ihnen das sagen würde. Wenn Sie meinen, ich kann auch gut darauf verzichten. Sehen Sie, George? Obwohl ich sie Ihnen nicht gesagt habe, wissen Sie meine Antwort. Sie sind beleidigt und wollen nicht weiter darüber diskutieren. Ich hatte in allen Punkten recht. Er hat recht. Ich glaube, diesem Geisteskranken bin ich tatsächlich nicht gewachsen. Ja, irgendwie schon. Einem Menschenesser, ja, das gibt's auch nicht. Ja, ich suche das Museum Grün. Eigentlich sollte ich wissen, wo es ist, aber ich habe mich irgendwie verlaufen. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie das Museum finden. Doch würde ich auch gern einiges über Sie wissen. Hören Sie, ich bin gerade nicht für solche Frage-Antwort-Spielchen aufgelegt. Quid pro quo, George. Sie erzählen mir etwas, ich erzähle Ihnen etwas. Wenn es denn unbedingt notwendig ist. Aber was können wir dem schon erzählen? Haben Sie eine Freundin, George? Hey, das ist jetzt doch etwas zu persönlich für mich. Wollen Sie den Weg nun wissen, George? Ich bin mir sicher, dass alle anderen Leute, die hier herumlaufen, nicht annähernd so kooperativ sind, wie ich es bin. Also gut, ja, ich habe eine Freundin. In Ordnung. Gehen Sie diese Straße zuerst weiter geradeaus, bis Sie zu einem Kiosk kommen. Wie heißt Ihre Freundin, George? Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Quid pro quo, George. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche anderen Leute da fragen könnten, zum Beispiel da am Haus klingeln oder da in so ein Plattenbauer-Dings und da hinten sind auch noch Häuser. Wir müssen den geisteskranken Typen fragen, der irgendwelche Menschen ist. Sie sind ganz schön hartnäckig, was? Sie heißt... Ja, natürlich lügen wir... Natalie. Sie lügen, George. Ich merke das. Ich habe zu lange mit Menschen gearbeitet, die mir ständig die Unwahrheit sagten. Dann heißt sie Natalie. Sie sind ganz schön hartnäckig. Natalie. Sie lügen. Och, fuck you. Kann ich nicht woanders hingehen? Das ist mir irgendwie... Ich will dem das nicht erzählen. Verdammt, es geht nicht anders. Ja, schön. Ah, der ist wieder da. Oder noch immer. Er vertreibt sich die Zeit mit dem intensiven Beobachten von vorbeigehenden Passanten. Irre ich mich oder ist dieser Mann an Händen und Füßen gefesselt? Ja, also wirklich. Ja, ach, fuck. Sie sind ganz... Ja, dann nützt... Sie heißt Nico. Gut, George, gut. Bei dem Kiosk müssen Sie links abbiegen, sodass Sie in der Ferne Notre Dame sehen. Gehen Sie dann weiter geradeaus. Wovon träumen Sie nachts, George? Aber... Quid pro. Okay, okay. Ich träume von meiner Freundin und dass sie entführt wird und ich nichts tun kann. Das ist manchmal ganz furchtbar. Ich kann nicht glauben, was ich hier gerade einem Irren erzählt habe. Gehen Sie in die erste Straße auf der rechten Seite. Dort befindet sich das Museum. Hören Sie sie im Traum schreien, George? Hören Sie Ihre Freundin schreien? Alter, grabbel mich nicht an. Passen Sie gut auf Ihre Freundin auf, George. Kranker Bastard. Ohne Scheiß, ey, gibt's nicht. Ja, trotzdem, Moment, vielleicht gibt es in der Stadt noch ein anderes Museum. Oh, ja, genau. Hey, war das nicht hier? Ach, fuck. Jetzt habe ich natürlich nicht genau zugehört. Montfaucon. Kanaldeckel. Scheiße, wo muss man jetzt hin? Da war auf jeden Fall irgendein Kiosk an der Ecke. Notre Dame. Nein, ich möchte vielleicht später. Das ist ja aber nicht Notre Dame, oder? Montfaucon, davon meinten die doch irgendwas. Ach, fuck. Kann ich ihn nicht nochmal fragen? Hey, wie war das doch mal? Moment, vielleicht gibt es in der Stadt noch ein anderes Museum. Hm.
Ich glaube aber echt, dass das da war. Ja, komm, geh. Lauf, 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 lauf. Nicht da. Ist das der Notre Dame? Nein, bestimmt nicht. Der sieht nicht so groß aus. Lauf, 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 lauf. Der geht aber schön. Lauf doch. Lauf, lauf, du. Ja, vielleicht sollte ich nicht so oft drücken. Dann geht er auch, glaube ich, schneller. Hier scheint aber nichts zu sein. Nee. Können wir wieder rausgehen? Ja, los, geh, lauf. Lauf, 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 lauf. Ja, schreibt mir mal bitte, wie ihr das neue Mikrofon findet, im Gegensatz zum alten. Das wäre nämlich echt knorke, wenn ich da ein bisschen Feedback bekommen würde. Ja, los, los, los. Das hier ist der Notre Dame. Aber dann... Oder dann müssen wir da lang. Aber das kann doch nicht sein. Da können wir doch nirgendwo lang gehen. Ja, hebt das mal. Na Kreuz. Klar, ich... Aber, hä? Wir müssen ja da irgendwo so hin. Da. Aber... Also da ist... Das ist, denke ich mal, der Notre Dame. Keine Ahnung. Und der meinte ja irgendwie am Kiosk irgendwo abbiegen. Ach man. Alter, was sagst du mir nochmal? Wäre cool, wenn du mir weiterhelfen könntest. Entschuldigung. Oui? Ja. Natürlich ich gehe dann. Das wird. Oh nein. Natürlich nicht. Ich will da aber hin. Ah, da sind mal. Ich komme nicht drauf, wie die Franzosen das Baphomet-Götzenbild früher genannt haben. Maisie vielleicht? Nein, meiner Meinung nach irgendetwas mit S. Wenn uns bloß jemand helfen könnte. Hey, hallo. Dafür bin ich ja da, liebe Passanten. Verzeihen Sie. Ich möchte Sie nur kurz etwas fragen. Hören Sie mich? Meine Fresse. Ich möchte Sie nur kurz etwas fragen. Hier, Plakat und so. Hier steht, dass Montfaucon am nächsten Samstag eine Kollekte für die Dritte Welt plant. Der Priester lädt die Gemeinde ein, zahlreich zu erscheinen und dem Gesang des Chores beizuwohnen. Das ist es! Warum ist mir der Priester nicht früher eingefallen? Er wusste doch schon damals bei meinem ersten Besuch in Paris über die Templer Bescheid. Vielleicht kann er ja helfen. Interessant. Ich möchte Sie nur... Vielleicht müssen wir die pieksen. Das geht nicht. Oder vielleicht einen Ball bewerfen? Lieber nicht. Oh, dann schrauben sie ans Gesicht. Oh nein. So, liebe Kellnerin. Die wir mal gerettet haben im ersten Teil, meine ich. Falls ich was für sie tue. Okay. Ja. Vielleicht mal pieksen oder so. Oh, schade. Können wir uns an der Bar bedienen? Ich fühle mich unbedingt. Ich sollte mich besser nicht. Ja, komm. Dann halt nicht. Litfaßsäule. Vielleicht können wir da das Poster mitnehmen. Ganz unauffällig. Es wäre schwachsinnig, die Plakate einfach abzureißen. Da hängen eine Menge Plakate. Uninteressante Werbung. Bis auf eine Anzeige, die mir sofort ins Auge fällt. Pensionierter französischer Gendarme sucht eine Stelle als Aushilfspolizist. Aushilfspolizist. Typisch Franzosen. Unter dem Haupttext steht in kleinen Lettern noch etwas geschrieben. Gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Ja, ist klar. So, dann können wir vielleicht zum Priester gehen, aber... Keine Ahnung. Erstmal woanders gucken, ob hier noch irgendwo was abgibt. Ja, ein Eis könnten wir auch gut brauchen. Bei dem waren wir auch schon lange nicht mehr. Aber ich denke hier nicht, dass es irgendwas gibt. Oh, das war doch irgendwo am... Ja, wer ist so? Notre Dame.
Meiner Meinung nach ist das der Notre Dame. Oder ist das der Notre Dame? Ach, ich weiß es so nicht. Ja, von wo aus kommen wir denn da jetzt hin? Ach nein, da bin ich schon wieder hier. Ja, so viele Orte gibt es hier nicht. Montfaucon, Hotel U. Museum Grün, wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen. So ein Mist. Moment, vielleicht gibt es in der Stadt noch ein anderes Museum. Ja, gibt's eins. Park Rouge. Montfaucon, Hotel U. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal einfach hier rein. Der an der Rezeption kann mir bestimmt weiterhelfen. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, los, geh. Der hat Ahnung, so wie der aussieht. Ja, fummel ruhig weiter rum. Guten Tag, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Sie können, Mann. Lieber nicht. Ich habe auch einen Ball. Willst du den auch mal sehen? Tag, Junge. Hallo. Ich habe einen Ball für dich. Oh nein. Oh. Vielleicht eine Nadel. Komm, mach den Ball kaputt. Sonst... Museum Grün. Moment. Museum Grün. Ja. Ist okay. Park Rouge. Ist doch blöd. Vielleicht können wir den Penner da oben fragen. Wenn er sich da noch... Ah, der schnüffelt noch immer einen Tang herum, der perverser Schweinehund. Café. Na, gefällt's dir? Da sitzt ein original Pariser Obdachloser auf dem Boden. Neben ihm steht eine Flasche Whisky. Original. Ja, wie er leibt und lebt. Aber hier scheint jetzt wirklich nichts zu sein. Ich meine auf jeden Fall, dass wir hier... Ich guck mal eben nach.